Herzlich willkommen zum neuen Video. Und wir machen heute so ein kleines Fang-Obrings-Höhlenspiel. Mit dabei ist auch heute der liebe Jan. Hallo. Moin. Und der Drago Bastler. Hallo. Wie immer in jedem GTA Video von mir, ja. Aber ist auch eigentlich scheißegal, weil jetzt einfach schon Stammgast, egal. wir machen heute so ein Dingen. Also ich bin hier der Puma. Und ich muss hier die beiden, die sind im Truck und die müssen halt umbringen. Also die müssen hier halt jagen. Und wir haben alle hier Radar aus. Das heißt, wir sehen es überhaupt nicht. Und hier diese ganzen Markierungen, das ist die Eingrenzung. Also hier ist so die Eingrenzung. Und die Zustände ist auch noch hier eingrenzt. So. Also gemacht. Cool. Und wir sind mit einer Muskete unterwegs, einer schlechten Waffe am Schaden. Und ich kann halt... und Taser. Muskete und Taser. Taser? Ja, Taser, Digga. Ah, wahrscheinlich. Ja, und ich muss sie halt umbringen, also ich muss die beiden umbringen. Und die müssen aber ich auch umbringen, ich habe 6000 Leben. Die sind ganz schnell weg nach 4 Schuss. Wahrscheinlich. Und, ja. Ich sagen, na, lass mal die Spiele gehen. Scheiße doch mal, Mann! Die Spiele beginnen. Let's go! Okay, dann mach mal du nochmal deine Antwort. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen GTA Online Let's Play Part mit dem Ghostfunder. Hallo! Moin, moin! Und was? Janis? Wie heißt du? Jan. Ja. Moin! Ach, wie süß! Ein Kätzchen! Direkt mal überfahren. Digga! Du Abfahr, Alter! Oh, sorry, noch ich ein Meter. Ich komm nicht mal Leberabzug, Alter. Digga, also, wenn's kracht, noch ein Meter. Bleib stehen. Einfach aber fahren. Solche kleinen Keks, Alter. Also, du gehst jetzt auf die andere Seite der Map. Zeig sie auch noch für meine Abonnenten. Okay, nice. Hier die Bahnschiene, hier der Fluss. Hier außen die Halbinsel. Ja. Jungs, ich glaube, wir haben ein Problem. Meine Moskete und alle gemoddeten Waffen sind bei mir futsch. Ah, ich geb sie wieder, Alter. Okay. Wo war nochmal hier? Da. Ach, da hinten seid ihr. Ah ja, aber hier bei deinem Bruchlager auch noch welche. Dann habt ihr hier auch noch deine. Da, zack. Sag, hast du auch deine Moskete wieder? Ich hab meine Moskete ja gekauft. Das ist so der eigentlich noch. Ja, dann ist sie ja noch. Aber er hat das eigentlich. Gekauft? Wie kann man die denn kaufen? Und ich hab den Taser, Online-Modus. Und ich hab den Taser. Die kann man freischalten und dann kann. Aber soll man nicht irgendwie so eine Regel machen, wenn ihr mich getestet habt, dass ich dann irgendwie, dass ihr mich dann nicht. Also halt erschießen dürft? Wieso machen wir nicht beide einfach mit Muskete? Ja, Muskete und Taser so, ne? Ne, weil wenn ihr mit Taser habt, Digga, dann kann der eine Taser, dann Digga, und der andere kann einfach rausballern. Das ist auch scheiße, okay. Zwei, einfach beide immer Muskete in der Hand. Immer Muskete. Und ihr habt, oder soll man sagen, ihr habt auch eine Nahkampfwaffe. Nein. Das geht ja gar nicht, weil du uns anspringst. Ja, aber wenn ihr wegrennt oder so, wenn ihr wegrennt. Also, und wir haben ein Leben. Also, der eine, der zuerst stirbt, darf nochmal kurz versuchen, ihn zu töten. Weil sonst haben wir natürlich sofort keine Chance. Ein Teamleben nennen wir das jetzt. Ja, ein Teamleben. Gut. Also, wo fange ich an? Eben auf der anderen Seite der Map, also am Strand, der dort. Ja, hab ich schon gemacht. Aber du musst nicht noch unsichtbar machen. Ah, ja, nein. Ja, ich habe ja die Minimap. Radar aus. Ich habe Radar aus, aber ich habe ja jetzt gerade in der großen Map geschaut und dort habe ich gesehen, wo du bist. Geh noch ein bisschen nördlicher. Was siehst du mich jetzt gerade, oder was? Ja, auf der großen Map. Ja, eigentlich will ich ja. Sollten wir ja dort. Ja, okay. Komplett lost, Digga, einfach komplett. Ja, muss jetzt nicht um. Geh noch ein bisschen nördlich, wo die Straße zusammenkommt. Digga, da guckst du mir zu, du Opfer, Alter! Ja, aber ich will dass du dort starten kannst und dann nicht zuschaue. Ja. Hier. Einfach, dass du dort startest. Okay. Hier. Ja. Gut. Ja, okay. Und jetzt kannst du dich bewegen. Jetzt habe ich die Map schon lange nicht mehr offen. Aber einfach, dass ich dir das noch erklären konnte, natürlich. Okay, wir sagen, let's go, oder? Okay, let's go. Ja, okay, ready. Scheiße, Alter, weil ich finde es irgendwie interessant. Also, er muss ja aussteigen, um dich zu erschießen. Also, zuerst müssen wir auch mal noch eine Chance haben. Aber ihr dürft mich da nicht überfahren, ne?
wenn ihr dann... Wir fahren nicht, die haben gesagt, wir schießen mit der Moskete. Ihr könnt euch in Sicherheit übergeben, wenn ihr halt im Dingens seid, im Auto seid. Dann könnt ihr halt... Psst, er hört uns gerade nicht, aber wir gehen von hinten, okay? Ja, oh, wahrscheinlich, Digga. Wo seid ihr, Digga? Erstmal alle die sehen, ja? Warte kurz Licht aus. Links! Geradeaus weiter! Er ist sicher hier irgendwo am Kacken. 100%. Du musst jetzt rechts, rechts! Ja. Rechts! Ja, ich kann nicht rechts. Digga, was? Natürlich kann er zu rechts. Lauerlich! Ich kann einfach durchs Haus, okay? Dann ist ey, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Ey, lass mich mal hier aussteigen, ich will ihn mal eben suchen. Was ist los? Nix! Hier ist Gebüsch am Stüssel. Ich geh mal bis aufs Auto, ist einfach safe hier. Ich könnte das nachfragen, ne? Ich könnte ihn gesehen haben. Ich glaube, da ist hinter diesem Baum. Digga, seid ihr irgendwie ehrenloser Spacken, Alter? Ja, steht ja am Auto hier auf, Alter. Ja. Digga, auf dem Auto, Digga, kann ich euch ja auf dem Auto kann. Digga, neue Regel. Ihr dürft nicht auf dem Auto stehen, Digga. Das ist ja absolut unfair, Alter. Digga, das kann ich euch gar nicht. Ja, ihr dürft um Auto rumstehen, Digga, und jetzt auch nicht irgendwo draufklettern, Alter. Es, 100%ig ist er hier irgendwo unter der Brücke, das, wo man ihn nicht jetzt gerade so gut sieht. Also direkt sagen, wenn du ihn siehst, gell? Sonst haben wir keine Chance. Scheiße. Ich glaube, der ist hinter mir gewesen. Er hat mich gesehen. Wahrscheinlich, Digga, wahrscheinlich. Ja. Vor allem habe ich eine gute Kamera. Ich kann überall alles schauen. Also hören tue ich den noch nicht. Ja. Ich glaube, der verarscht uns. Komm, wir gehen weiter mit dem Auto. Verarscht uns. Ja, warte, der ist hier, glaube ich, irgendwo, Digga. Ich habe so ein... Hust, am besten stark. Nicht, wo es irgendwo Verstecke gibt, also dass er lange nach uns handeln muss, aber uns zugehen. Wo bist du jetzt hin? Hinter dem Stein. Ja, warte, bleib mal bei dem Auto da. Ich komm mal dahin. Er weiß nicht, ich in welche Richtung ich da. Komm wieder zurück. Ah, da bist du. Ich hab den hier rechts gehört von der Brücke, ohne Witz. Von der großen Brücke. Der ist hier hinter mir. Da ist alles auf Scheiße! Fuck, ich bin RIP, der hat mich angegriffen von hinten, Digga. Ja, ich kann, hab keine Chance, wie schnell ich. Ah, ja, ich der war so schnell, Digga, der war so abnormal schnell. Aber du hast ja noch ein Leben, also komm wieder zu mir. Das ist so geil, Alter, das ist so geil. Ja, wow, ey, viel zu spät hast du das mitgeteilt. Nein! Achtung, hinter den Stein. Komm zu mir, wo bist du? Ich hab den gerade irgendwo gesehen, warte. Ja, er kommt. Ich bin auf dem Weg. Wohin ist die Frage? Nein! Lauf, du Opfer, lauf, Junge! Wie einfach nichts machen? Das ist viel zu schwer! Es ist viel zu schwer, du hast viel zu viel Leben. Viel zu viel Leben. Ich kann nicht mal zielen, weil das so mega lange nachladet. Das Ding ist, ihr habt eine Chance, mir halt einen Headshot zu geben. Und dann ich hab eine Chance, aber man kann einfach gar nicht zielen und das streut so extrem. Also die Waffe ist einfach viel zu schlecht. Ich bin jetzt bei dem anderen Auto, wo bist du, verdammte Scheiße? Ich hab doch gesagt, beim Auto, also ja. Ja, ich bin jetzt bei diesem schwarzen... Du bist so weit weg vom Auto gewesen, plötzlich. Dass ich dich gar nicht so richtig schnell machen konnte. Aber wir haben noch ein Leben, also eigentlich könnten wir ihn jetzt noch töten. Ja, ich könnte mich töten. Aber wir müssen ihn finden, also komm jetzt endlich zum Auto, ey. Das ist ein richtig geiles Spiel, Alter. Das ist richtig geil. Ich komm zu dir. Das ist ein richtig geiles Spiel, Alter. Das ist einfach voll überlegen. Ich habe ihn jetzt zwei oder drei Mal getroffen. Das ist, Digga, ihr müsst, Digga, mal als Puma spielen, Digga. Das macht so Bock. Ja, aber ich darf ihn auch nicht. Was? Wie eben gesagt. Seht ihr meinen Spielernamen eigentlich? Ja, ich hab den gesehen. Hast du den gesehen, Rago? Ja. Was ich denke. Bist du hier am Auto? Ich mach mal eben kurz auf Einstellung, ja. Digga. Dann mal eben kurz irgendwie Anzeige, Digga. Spieleanzeige aus. Mach doch mal Spieleanzeige aus, Digga, weil. Einstellung. Okay, wir sind wieder beim Holzfällerlager. Warte, was ist das für ein. Ah, Seilgondel.
Digga, jetzt gibt's ja Red-Tipps, Digga, wo ihr seid, Alter. Ich bin beim Holzfällerlager jetzt. Ja, warum sagst du das, Alter? Weil wir jetzt einfach weitermachen. Also ja, Digga, wir müssen halt wieder weg, damit wir wieder, ja, dich suchen müssen, sozusagen. Ja, aber ich kann euch, also wenn ihr sagt, wo ihr seid, dann kann ich ja auch wissen, wo ihr seid und dann kann ich da auch hinkommen und dich dann quasi überraschen. Ja, aber wir sind ja schon lange wieder weg. Also wir sind jetzt ja genau auf der anderen Seite der Map. Meinst du, ich sage wirklich genau... Wir können es ja gleich nochmal spielen, Digga, mit einer Nahkampfwaffe. Ja, sicher. Ja, Taser, Digga, easy. Ja, nee, nicht Taser. Aber wie? Du bist so OP beim Zielen von Menschen, also... Wenn ihr eine Nahkampfwaffe habt, beispielsweise eine Pumpgun, Digga, dann habt ihr... Sagen wir, Digga, ihr habt jetzt eine Kompakt-BDV, okay? Mhm. Weißt du, welche Waffe das? Eine Kompakt... BDV. Ich glaube, ich weiß es nicht so richtig. Es ist diese aus VOV, die ich auch hatte, weißt du, Jan? Ach so, ja. Reinfeuerpistole. Nee, die ist bei oben, wenn du. Also, nee, rechts neben Pistole ist die. Also bei Uzi und dann. Reinfeuerpistole ist bei Uzi. Mini-MP, MP, MP, MK2. Sturm MP, 1er PDW. Einsatz PDW? Ja. Ja, lass die Einsatz PDW nehmen, ja, Digga. Weil die habe ich auch aufgemutzt. Ich kann nicht mehr. Perfekt, Digga. Erstmal vor Allround gefahren. Fahr mal vorne. Fahr mal ein bisschen nach vorne damit. Du fährst du jetzt am besten. Okay, fahr ich. Also, ich schaue mich mal gut um. Weil für ein Kamerateam ist es natürlich besser umzuschauen, als zu fahren. An ja, hier ist fertig, da kann er nicht sein, muss wieder zurückfahren. Ja, okay, dann dreh ich mal im Mob. Da ist irgendwo ein Bach und da ist das. Also ich denke, der ist hier vorne, würde ich denken, ja. Opal. Ja, aber es ist wirklich, vielleicht mit dem Einsatz PDW doch ein bisschen einfacher, aber der Schaden ist zu wenig. Also wenn man wirklich zu zweit auf ihn schießt und er immer noch überlebt, dann ist es zu viel Leben. Ja. Ich guck mal, wie viel Leben ich noch hab. Okay, das war ein Bad. Ja gut, Digga, wenn ich Kommando drin hab, Digga, dann kannst du aber auch nicht sein, ne? Also, ich hab dich zwei oder dreimal getroffen. Bin ich ein Dulli, Alter, bin ich ein Dulli. Ja, Alter, hast ja vorhin noch mal gesagt, mit deinem Gott-Mode. Ich hab einfach Kommando drin gehabt. Also schau mal da vorne beim Holz da. Guck mal, da ist jemand. Ey, wo ist der da, ist der Sack? Er tarnt sich im Busch, aber wir sind besser. Digga, NDH, haben wir den Regen gefüllt? Ich glaub wohl. Er ist am Fahren. Ah, ja. Digga, okay, also ich hab vorhin keinen. Digga, macht richtig viel Schaden. Warte mal, Digga, ich schraub mein Leben kurz ein bisschen runter, warte mal. Fahr nochmal weg. Komm, steig ein. Ich schraub mein Leben auf 3000 runter. Weil ich mich vorhin Gaumo dran hatte, Digga. Ich Vogel, Digga. Ja, ich hätte dich getötet, 100%. Wahrscheinlich, Digga, wahrscheinlich, ja, ne? Aber ich bin so in einer Delle drin gewesen vom Bach. Und bin dort reingeglitscht und deshalb hatte ich keine Chance mehr dann am Schluss. Aber ich hatte sicher zwei oder dreimal auf dich geschossen und das recht gut in den Körper. Hey, hallo, nein, nicht weiter spielen. Ey, wir spielen nicht weiter. Er ist einfach einmal ums Holz und du bist auf die falsche Seite. Oh, okay, dann geht weg, dann geht kurz weg. Wie gesagt, wir müssen sagen, wenn wir wieder weitermachen. Du bist jetzt gerade in der Einstellung gewesen. Du kannst nicht einfach mich töten, das ist gegen die Spielregeln. Opala, da war er ja schon wieder. Oh, Hilfe, ein kleines. Dummes Kätzchen. Blümchen. Ja. Okay, dann fahr gut weg. Ein Blümchen. Na, verpiss mich jetzt auch wieder. Blümchen, ja. Ja, aber ihr fahrt ja komplett offroad, Digga. Boah. Ja, easy off, oh fuck. Ja, easy off, oh fuck, offroad, Digga, richtig. Ja, oh fuck, offroad. Okay, du so sagst, wenn los. Los. Ja, bin ich schon dabei, also von daher dabei. Siehst du den schon? Nein, ich suche ja.
allgemein ein bisschen grob. Steckt sich noch. Also habe ich jetzt das Einsatz-PDW im Auto nicht? Ist im Auto die ja, die Rohrbomben-Signalfackel. Ja, Digga, Einsatz-PDW, Digga, ist ein Dingensgewehr. Wo kann man die rausziehen? Ja. Ich wollte einfach mal auch ausrüsten, damit ich sehe, wenn ich aussteige. Ja. Da ist er links, links hinter dem Baum. Also geradeaus, geradeaus, geradeaus. Da ist er. Ja, da ist er. Hinter dir. Jetzt zur Straße hoch. Links. Ja, geradeaus, geradeaus. Ja. Links, 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 links. Also links hoch. Ah, scheiße. Okay, hinter dem Busch hier, geradeaus. Ja, da unten am Busch. Ja, da ist er, da ist er. Auch nicht überfahren. So ein Opfer, Alter. Jetzt kann er wieder wegfahren. Nein, das weiß ich, das weiß ich. Ich hab die Waffe nicht. Das war gerutscht. Ich hab die Waffe doch nicht. Ja. Ist ja sicher. Hallo, hilf mir doch, hilf mir, hinter mir, hinter dir, Mann, du gehst einfach weg. Mann, er ist doch im Auto. Hast du das nicht gesehen? Ich seh den nicht. Ach, da ist die Fresse. Ich seh den nicht. Du bist viel zu OP. Digga, du bist richtig Opfer, Digga. Richtig unfair von dir, Digga. Digga, ey, du, Digga, ey, was haben wir vorher gesagt, Digga? Nicht immer draufstehen, du Opfer, Alter. Es ist kleiner Stein, Digga. Ja, du hast zu viel Leben. Du bekommst fast keinen Schaden über. Digga, ich bin RIP, Alter. Drei. Ja, du bekommst keinen Schaden über. Bist schon wieder unbesiegbar. Digga, es ist hallo. Du bist unbesiegbar. Nein, bin ich nicht. Doch, Digga. Bist du. Ich hab dich mega lang beschossen. Also, du bist doch. Du bist ein Cheat, ey. Mod-Menü aus. Digga, ihr habt mir jetzt immer 800 Leben abgezogen, Digga. Ah, sicher, okay, du bist unbesiegbar, sagen, du hast immer noch volles Leben. Wir sagen, ich hab 1000. Die Anzeige ist immer noch voll. Also, ich habe jetzt sicher ungefähr ja, 10 Sekunden auf dich geschossen und in den Körper reingeschossen. Du bist kein. Du hast kein Leben bei mir verloren. Oh, ja, ne? Also. Ey, wie Digga, bist du behindert oder was? Also 2 oder 3 Sekunden auf dich schießen, dann sollst du sterben. Viel weniger Leben. Ja, ich hab jetzt 1500 Leben, Digga. Ich bin so viel weniger Leben. Ich hab jetzt dir sicher 10 Sekunden lang Schaden zugefügt und du hast nur 800 Schaden. Ja, ist ja gut, Digga. Aber hey, also, ja, 250 Leben, Mann. 250 Leben, Junge. Weißt du, wie OP du bist? Ich bin ausgestiegen, du warst sofort bei mir, du warst schneller als ich. Ich hatte keine Chance. Weil er auch immer wieder in die falsche Richtung gelaufen ist. Ja, okay, dann machen wir jetzt mal 500 Leben, okay? Weil wenn ihr mit Muskete jetzt macht, dann ist gut. Nein, wir machen nicht Muskete, wir machen Einsatz-PDW. Die Muskete lautet einfach viel zu lange. Ja, Muskete und Einsatz-PDW, Digga. Nein. Auf Ferne, Digga. Ihr könnt ja auch auf Ferne spielen, Digga. Ihr müsst ja nicht mal direkt, Digga. Die Muskete ist auf Entfernung mega sensibel, also richtig. Falsch eingestellt. Ja, Digga, wenn du nicht spielen kannst, wenn du nicht spielen kannst. Es ist einfach so, GTA ist halt so schlecht. Oh. Ich bin einfach losgefahren, hab ich die überfahren. Ja, 427 Leben noch, egal. Okay, fahr. Ja, regnet doch einfach. Nee, nicht schon wieder dein Ernst, Digga, ey. Digga, überfahren. Ja, und? Wir haben noch nicht losgefahren. Ja, okay. Digga, ich bin gleich tot, Digga, ne? Ja, Pech. Digga, du hast mir jetzt, Digga, nur überfahren, Digga, toller Leber. Okay. Überfahren ist auch. Nö. Bis ich ausgestiegen bist, hast du mich auch schon erreicht. Digga, du bist ja mal die Katze, Alter. Wir müssen reden. Einfach auf Distanz bleiben und du musst wenigstens mich. Digga, ihr müsst bitte, Digga, auch auf die Linie, Digga. Ihr könnt mich auch auf das Tanz hinten, Digga. Ihr steigt direkt aus, Digga, und müsst direkt nicht raufballern. Alter. Einsatzspeed ist ja gut, aber nicht so viel Leben haben, hey. Das ist. Digga, dass ich 10 Sekunden lang auf dich schießen muss. Jan, hast du irgendwas von Einsatzpedivi gehört, Digga? Ja. Das was ist sehr hast du deine Hand, Qualität, Digga? Mach das Mikro weg. Ja. Das Mikro weg. Deswegen, Digga, deswegen werde ich dich jetzt mich auch nochmal umbringen, Digga. Nee, ja. Digga, muss jetzt. Ja, Digga, steig doch rein, Junge. Was ist los bei dir? Er muss halt auf die andere Seite. Digga, der Digga hat. Dein Truck hat 4 Türen, ne? Egal, ich bin jetzt weg, Digga. Ich tippe mich jetzt nochmal ganz woanders hin. Ich gehe für heute offen, ne? No. Was? Ja. Oh. Ja, dann gibt's morgen dann ein faires PvP. Ja, so faires PvP. Wir müssen ein bisschen besser testen. Fertiger. Aber der Puma ist einfach zu schnell, zu geradlinig beim Angreifen und so. Keine Chance. Tschüss. Tschüss. Ja, auf Wiedersehen, liebe Zuschauer. Bis morgen. Tschüss.